Mr. Ryder kommt gleich, Miss Mitchell. Er und Mr. Foster, die sind noch im Garten. Die Herren wollten sich noch die neu gepflanzten Rosen ansehen. Danke, Mrs. Bedford. Ich wollte von deiner Meinung. Ja gut, Liebe, dann rufe ich dich morgen an. Das ist nett von dir. Oh, hallo. Joe, du bist schon da. Ja. Schön, dich zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Hallo, Ernest. Wie geht's? Solange ich jeden Sonntagmorgen deine Kolumne in der Luft zerreißen kann, geht's mir ausgezeichnet. Wenn du doch bloß sonntags wieder Golf spielen würdest, Ernest. Ich denke nicht im Traum daran. Deine literarischen Exerzitien regen mich viel mehr auf. Außerdem kann ich länger im Bett bleiben. Ja. Setzt euch doch. Ja. Danke. Was ist Mrs. Bedford? Entschuldigen Sie, Sir. Ein Mr. Rudd ist da. Er sagt, er sei mit Ihnen verabredet. Ja, ja, natürlich. Sagen Sie ihm, er soll sich noch etwas gedulden. Ja. George Rudd. Ja, genau. Also, der hat Nerven, der Mann. Vor 14 Tagen hat er mich angerufen. Dich auch? Ja. Er hat mir erzählt, dass er auswandern wolle und ob ich ihm 1000 Pfund leihen könnte. Und hast du es getan? Was meinst du wohl, warum er jetzt hier ist? Ach, du, Rudd ist in Ordnung. Er hat Pech gehabt, das ist alles. Ja, der Meinung war ich auch mal, aber ich denke jetzt anders. Weißt du, er hat mal für Miltons gearbeitet, diese Firma mit dem Slogan Ihre Sicherheit, unser Geschäft. Und dann ist er in ein Haus eingebrochen, in das er kurz zuvor ein Tresor eingebaut hatte. Man hat ihn angeklagt, eingebrochen zu haben. Beweisen konnte man ihm nicht. Weil du ihn rausgeporkt hast. Und jetzt kommt er zu dir, ausgerechnet nachdem diese Werbeagentur pleite gemacht hat. Joe, wenn du mir noch eine halbe Stunde gibst, wenn Rudd gegangen ist, ich möchte mich noch etwas frisch machen und umziehen. Ja, komm, machen wir ein paar Schritte. Vielleicht bekommen wir unterwegs irgendwo einen Drink. Und dann erzähle ich dir ein paar intime Details über diesen Callgirl-Prozess. Ja, aber nur eine halbe Stunde, David, bitte. Ich sterbe vor Hunger. Nicht länger, Ehrenwort. Ich läute Sturm. bitte, Mr. Ryder. Guten Tag, Mr. Ryder. Sagen Sie, war das nicht eben Mr. Foster? Es wäre mir lieber gewesen, Sie hätten mir erzählt, dass Sie ihn angerufen haben. Ich wusste nicht, dass das so wichtig war. Ja, ich habe versucht, mir Geld von ihm zu leihen. Bin allerdings an die falsche Adresse geraten. Tut mir leid. Haben Sie wirklich damit gerechnet, dass Foster Ihnen das leiht? Ich weiß nicht. Ich bin eben immer optimistisch. Wozu brauchen Sie das Geld? Ich will auswandern nach Kanada. Darüber haben wir uns erst neulich in der Kneipe unterhalten. Ja. Erinnern Sie sich nicht? Ja. Sie haben doch nicht etwa Ihre Meinung geändert? Nein, das habe ich nicht, aber... Ich frage mich, ob Sie mir nicht etwas vorenthalten haben. Aber wieso denn? Was sollte ich Ihnen denn vorenthalten haben? Ich wusste wirklich nicht, dass es so wichtig wäre, dass ich Mr. Foster angerufen habe. Sie wissen doch, ich würde alles für Sie tun. Weiß der Himmel, wenn Sie nicht gewesen wären, ich wüsste nicht, was aus mir geworden wäre. Das wissen Sie genau, Rudd. Haben Sie den Schlüssel? Ja, sicher. Der funktioniert. Ja, natürlich. Wäre sonst auch ziemlich sinnlos, oder? Haben Sie ihn ausprobiert? Ja. Wann? Gestern Abend. Schließt und öffnet, hundertprozentig. Mr. Ryder, also es bleibt dabei, ich kriege keine Probleme, ja? Das habe ich Ihnen doch gesagt. Weiß irgendjemand hiervon? Nein, niemand. Sie haben ihn selber angefertigt? Na klar. Hat Sie jemand gesehen? Na, hören Sie mal. In dem ganzen Haus sind nur Büros. Es ist das letzte Appartement, das noch bewohnt wird, ganz oben im obersten Stock. Nach Büroschluss ist dort tote Hose. Spielt sich dort nichts mehr ab. Ich habe die Wohnung stundenlang beobachtet. Ich habe gesehen, wie das Mädchen wegging. Dann bin ich rüber und habe den Schlüssel ausprobiert. Hier ist das versprochene Ticket. Sie verlassen London morgen Mittag, 12.10 Uhr. Flug AC-857. Morgen Mittag? Sie haben mir doch gesagt, dass Sie Ihr Visum haben und dass Sie unverzüglich abreisen können. Das war abgemacht. Ja, ja, geht schon klar, Mr. Ryder. Es ist nur, wissen Sie, ich habe so viel darüber geredet, so oft davon geträumt und jetzt plötzlich so ein Menschenskind. Sie wissen doch, wie das ist. Nur keine Sorge, Mr. Ryder. Viel Glück, Rudd. Danke, Mr. Ryder. Hi. Guten Abend, Larry. Entschuldige, dass ich so spät komme. Schön, dass du da bist. Komm herein. Eigentlich hatte ich dich schon am Nachmittag erwartet. Darüber muss ich eingeschlafen sein. Oh, entschuldige vielmals.
Ich musste noch nach Slough. Ja. Ja, hallo. Ja, am Apparat. Mike, welcher Mike? Ach, Mike Keller. Ja. Mir geht's gut, ja. Wie bitte? Nein, es tut mir leid, es geht nicht. Ende der Woche fliege ich in die Staaten zurück. Nein, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Hör mal, wenn es ein Versuch sein sollte, wieder Kontakt mit mir aufzunehmen, dann vergiss es. So geht das nicht. Vergiss es. Ich habe Besuch. Mike Keller, wie geht's ihm? Na, der hat vielleicht Nerven, hier bei mir anzurufen. Wollte mir Wein verkaufen, ausgerechnet. Immerhin habt ihr doch mal zusammen diese Werbeagentur gehabt, nicht? Ja, es war auch ein Reinfall. Aber das war doch nicht seine Schuld. Na ja. Willst du einen Drink? Eigentlich habe ich wenig Zeit. Nein, nein, danke, keinen Drink. Wo ist Claire? In der BBC vermutlich, bei den Proben. Ich habe noch nichts von ihr gehört und gesehen. Na ja. Die Billy West Show. Ist sie ja unermüdlich drin. Wohnt sie nicht mehr bei dir? Die hat noch nie hier gewohnt. Nur übernachtet. Du willst sie doch nicht etwa verlassen, oder? Ich will überhaupt niemanden verlassen. Wie kommst du denn auf die Idee? Ja, in den Zeitungen. Da stand sowas von einem amerikanischen Mädchen und dir. Beth Sherman? Oh, alter Junge, du musst doch nicht alles glauben, was in den Zeitungen steht. Am wenigsten die Klatschgeschichten über deinen unverbesserlichen Bruder. Claire macht sich aber so ihre Gedanken. Sie hat neulich mit Dillis telefoniert. Und Dillis hat ihr gesagt, dass... Ach du lieber Gott, es interessiert mich wirklich nicht, was Dillis gesagt hat. Dillis ist deine Frau, nicht meine. Ja. Mein Erfolg stickt ja irgendwie schon lange. Immer schon. Larry, du weißt, dass das nicht wahr ist. Dillis mag dich sehr sogar. Hör mal, wir haben uns ewig nicht gesehen und jetzt streiten wir uns. Muss das sein? Nein. Also ich sag das wirklich nicht gerne, Roy, aber ich habe geschuftet während der letzten Wochen bis zum Herzinfarkt. Und für wen? Für dich und Dillis. Für niemand sonst. Wir alle wissen, dass du hart gearbeitet hast. Hast du schon mal versucht, was in den Staaten zu verkaufen? Nein, das weißt du doch. Glaubst du etwa, es war ein Kinderspiel, deine Erfindung an den Mann zu bringen? Nein, natürlich nicht. Ganze 12 Wochen bin ich mit deinem komischen Apparat hausieren gegangen, von einem lausigen Büro zum anderen. Und überall dasselbe, kein Interesse. Amerikaner versuchen doch schon seit Jahren, ein ähnliches Gerät zu produzieren. Das musst du denen mal erzählen. Versuch's doch, erzähl denen das mal. 6 Wochen war ich verzweifelt. Passt am Ende. Viel hat nicht gefehlt und hätte den erstbesten Flieger nach Hause genommen. Da hat mich eines Tages ein Freund mit Bess Sherman bekannt gemacht. Ich hatte schon längst versucht, an ihren Alten ranzukommen. Walter Sherman, einer der einflussreichsten Männer im Mittelwesten. Aber es war völlig aussichtslos. Na schön, ich will dich nicht mit allen Einzelheiten meiner Bekanntschaft mit Miss Sherman langweilen. Es reicht, wenn ich dir sage, dass ich 3 Tage nach unserer ersten Begegnung in der Zentrale der Sherman International in Chicago war und dort deinen Apparat, einer Horde von Dickschädeln vorgeführt habe, wie du sie noch nie in deinem Leben gesehen hast. Und danke deinem Schöpfer, dass dein Bruder an diesem Tag in Topform war. Das Adrenalin strömte nur so. Und was von meinem guten alten Charisma noch übrig geblieben ist, funktionierte wie geschmiert. Und was heißt das, Larry? Das heißt, mein lieber Roy, dass von heute angerechnet in 12 Monaten, oder vielleicht sogar in weniger als 12 Monaten, wenn wir Glück haben, deine Erfindung in Produktion geht. Du hast nichts weiter zu tun, als diesen Vertrag zu unterschreiben. Ja, das verstehe ich nicht. Das ist ja ein Vertrag zwischen dir und mir. Stimmt. Ja, wieso denn zwischen dir und mir? Roy. Wochenlang habe ich ohne wirkliche Befugnisse Gespräche geführt. Ja, sogar richtig verhandelt. Ich habe buchstäblich etwas verkauft, was mir gar nicht gehört. Ach so. Natürlich vertraue ich dir. Ich vertraue dir blind, aber stell dir mal vor, dir passiert etwas. Stell dir mal vor, du wirst von einem Bus überfahren. Ja, ja, daran habe ich auch schon gedacht. Na also, dann sind wir uns doch einig. Ja, schon, aber... Larry, wenn ich diesen Vertrag unterschreibe... Du musst unterschreiben, Roy. Das ist geradezu deine moralische Pflicht. Ja, ja, aber... Hör zu, ich erklär's dir. Fürs Erste habe ich $50.000 erhalten. $50.000? Ja, habe ich dir das nicht gesagt? Nein. Oh, entschuldige. Es kommt, weil ich eingeschlafen war.
Ja, also gleich nach dem Treffen in Chicago hat Walter Sherman eine Option mit mir abgeschlossen und dafür hat er $50,000 bezahlt. Das ist jetzt natürlich dein Geld, Roy. Jedes Scheinchen, jeder Penny. Aber der Scheck war auf meinen Namen ausgestellt worden, also musste ich in New York ein Konto auf meinen Namen eröffnen. Das ging ja gar nicht anders. Und jetzt muss ich sehen, wie ich das Geld hier rüberkriege. Ja, aber das ist doch wohl nicht so schwer, oder? Es ist nicht so schwer, aber so einfach, wie es klingt, ist es auch nicht. Gleich, wenn ich wieder in den Staaten bin, muss ich Kontakt mit der Steuerbehörde aufnehmen. Und du kannst dir ja vorstellen, was das für Leute sind. Zuallererst werden sie einen Beweis von mir verlangen, dass du überhaupt existierst. Und der beste Beweis, den ich dafür beibringen kann, ist dieser Vertrag. Von uns beiden unterschrieben. Das ist erst der Anfang. Es gibt noch furchtbar viel zu tun für uns beide, Roy. Larry, hättest du was dagegen, wenn ich das zunächst mal jemandem zeige? Du meinst Dillys? Nein, nein, ich meine nicht Dillys. Natürlich auch, ja. Nein, nein, ich habe da vor ein paar Wochen einen Anwalt kennengelernt. Sehr nett, äußerst hilfsbereit, tüchtiger Mann. Du kennst ihn vielleicht? Ernest Foster. Foster? Ja. Ich habe ein Testament bei ihm gemacht. Wieso? Geht's dir nicht gut? Doch, doch. Aber du hast doch selber gesagt, ich könnte von einem Bus überfahren. Roy, wenn du die Anwälte einschaltest, verdienen die sich doch nur ein goldenes Nasenloch. Ja, aber Larry, darauf kommt's ja gar nicht an. Ja, ganz wie du willst, Roy. Ganz wie du willst. Claire! Warum hast du nicht geschrieben? Ich hab doch geschrieben. Ja, zwei kurze Briefe und eine lausige Ansichtskarte. Das müsste ich wohl mächtig abgelenkt haben, was? Was denn, wer soll mich abgelenkt haben? Ja, sie da, diese Betsy oder wie sie heißen mag. Claire, Liebling. Ach, den Liebling kannst du dir sparen. Auf Dillys hören sollen, die hat mich gewarnt. Das ist Bess Sherman, wenn du lesen könntest. Ihr Vater ist einer der reichsten Männer im Mittelwesten. Um an ihren Alten ranzukommen, musste ich leider ein bisschen nett zu ihr sein. Verstehst du? Es ging nicht anders, Claire. Glaub mir. Wann fliegst du wieder nach New York? Ich hatte gehofft am Wochenende, aber im Augenblick weiß ich nicht, wie sich alles entwickelt. Ich habe Roy gebeten, einen Vertrag zu unterschreiben. Nur ein paar Kleinigkeiten, die ich aufgesetzt habe. Will er nicht? Das ist ein kalkuliertes Risiko. Wenn Dillys sagt, unterschreibt, dann unterschreibt er. Ja, aber angenommen, Dillys sagt das nicht. Dann kriege ich Schwierigkeiten. Echte Schwierigkeiten. Dillys mag dich, Claire. Ich möchte, dass du mal mit ihr sprichst. Sag ihr, dass der Vertrag unterschrieben werden muss. Er muss unterschrieben werden. Und zwar noch in dieser Woche. Unbedingt. Warum hast du es eigentlich so eilig? Hast du etwa schon einen Abschluss? Ist es deswegen? Na, was ist? Du hast diesen verrückten Apparat tatsächlich verkauft? Ja. Ja, oh mein Gott, ich glaube es nicht. Du bist ja ein Zauberer. Oh, was für einer. Weiß Roy das schon? Naja, teils, teils. Soll eine Überraschung sein. Bisher habe ich nur von einer Option gesprochen. Claire, ich möchte, dass du mit Dillys sprichst. Bitte tu mir den Gefallen, ja. Wie viel haben sie dir gezahlt? Eine halbe Million Dollar. Unglaublich. Aber wahr? Wir haben es geschafft, Claire. Es sei denn, Roy macht Schwierigkeiten. Und damit ist zu rechnen, wenn du mir nicht hilfst. Warte mal, mir kommt da gerade eine Idee. Warum lädst du die beiden nicht zum Abendessen ein? Gleich heute Abend. Dillys kommt, wenn du sie einlädst, da bin ich ganz sicher. Stell dir vor, ich komme gerade von Scotland Yard. Da habe ich mindestens eine Stunde mit einem Mann namens Cleaver gesprochen. Inspektor Cleaver, ja, den kenne ich. Was wollte er von dir? Larry Campbell ist tot. Ich weiß. Woher weißt du das? Ernest hat es mir gesagt, er hat eben angerufen und er hat es wiederum von Campbells Bruder erfahren. Herzinfarkt. Herzinfarkt ist doch gar nicht wahr. Er ist ermordet worden. Ermordet? Ja, ermordet. Sonst hätte man mich doch wohl kaum zu Scotland Yard zitiert. Claire Norman hat ihn gefunden. Seine Freundin. Er muss furchtbar zugerichtet gewesen sein. Ich wollte wohl die Nacht bei ihm verbringen. Kommt zu ihm und sieht ihn da liegen. Joe, was hast du damit zu tun? Ich habe Larry Campbell eine Depesche geschickt. Die
Die Polizei hat es im Papierkorb gefunden und deshalb haben sie natürlich geglaubt. Was war denn das für eine Nachricht? Er war ein Schwein, weißt du? Damit sagst du mir nichts Neues. Und jetzt hat sich jemand an ihm gerecht. Grausam gerecht. Eigentlich sollte uns beide das mit Genugtuung erfüllen. Aber das macht Evelyn und deinen kleinen Jungen auch nicht wieder lebendig. Herrgott noch mal! Meinst du, dass ich die Dinge manchmal übertreibe? Was meinst du, deine Arbeit bei der Zeitung oder privat? Naja, beides natürlich. Du würdest dich wundern, wenn du wüsstest, wie viele Briefe ich jede Woche kriege. Wildfremde Menschen schreiben mir. Bitten mich, so komisch es klingt, um Hilfe. Joan, was hat das mit Campbell zu tun? Ich habe jemandem geholfen. So einem jungen Ding. Sie hat auch eine Zeit lang bei mir gewohnt, weil sie vollkommen auf der Straße lag. Dann habe ich ihr eine Stellung besorgt. Sie hat als Sekretärin bei mir angefangen. Und als sie dann plötzlich kündigte und auszog, war das für mich eine sehr bittere Enttäuschung. Ich habe ihr ein, zwei Briefe geschrieben. Es stand nichts in den Briefen, worüber ich mich schämen müsste, aber es waren schrecklich sentimentale Briefe. Und wenn jemand absichtlich einige Passagen aus dem Zusammenhang reißt, du weißt ja, wie die Leute sind. Vor ungefähr 4 Monaten rief Larry Campbell bei mir an, er habe diese Briefe in seinem Besitz. Weiß Gott, wie er daran gekommen sein mag. Auf jeden Fall wollte er sie mir verkaufen. Sagte, ich würde es mir überlegen. Dann hörte ich wochenlang nichts. Er war ja verreist. Bis gestern. Da rief er bei mir im Büro an und wollte sich mit mir verabreden. Ich ließ mich verleugnen, weil ich Zeit gewinnen wollte. Erst habe ich überlegt, ob ich mit dir darüber spreche, aber dann habe ich es mir anders überlegt und ihm diese Depesche geschickt. Und die lautete? Krepier doch. Krepier doch? Nicht gerade ladylike. Oh, David, du bist wirklich ein Schatz. Wie hast du das dem Inspektor erklärt? Ich habe ihm natürlich nichts von diesen Briefen gesagt. Ich habe ihm nur gesagt, dass Larry Campbell mich ab und zu mit Informationen für meine Klatschspalte versorgt hat und dass es immer schwieriger wurde, seinen Forderungen gerecht zu werden. Ein Herr möchte Sie sprechen, Sir. Sein Name ist... Inspektor Cleaver, nehme ich an? Ja. Bitten Sie ihn herein. Entschuldige mich einen Augenblick. David, macht's dir was aus, wenn ich bleibe? Du hast wohl noch nicht genug von Cleaver. Hallo, Miss Mitchell. Hallo. Moin, Mr. Ryder. Mr. Cleaver? Lange her, seit wir das letzte Mal miteinander zu tun hatten. Ja, ziemlich. Burton-on-Trent, Firmenchef, Unterschlagungsfall. Richtig. Wollen Sie Platz nehmen? Danke. Mr. Ryder, ich nehme an, Miss Mitchell hat Ihnen schon gesagt, dass ich in dem Fall des gewissen Larry Campbell die Ermittlungen führe. Ein ungewöhnlich brutaler Mord. Tee? Kaffee? Ja, Kaffee, wenn ich bitten darf. Ich habe heute schon im Morgengrauen gefrühstückt. Mrs. Bedford, bitte noch einen Kaffee. Ja, gerne. Tja, also, wir haben natürlich schon damit begonnen, die Freunde und Verwandten von Mr. Campbell zu befragen und dabei viel mehr als einmal Ihr Name, Sir. Mein Name? Ja, oder vielmehr der Ihrer Frau. Meine Frau ist tot, Inspektor. Ja, ich weiß. Ich muss Ihnen trotzdem einige Fragen stellen. Wie gut kannte Ihre Frau Mr. Campbell? Sie hat ein Verhältnis mit ihm. Ach, Sie meinen, Ihre Frau hat Sie verlassen und ist dann mit Mr. Campbell auf und davon gegangen? Genau das meine ich. Ja, das ist mehr oder weniger das, was ich auch gehört habe. Meine Frau ist Campbell begegnet und er hat ihr den Kopf verdreht. Sie fuhren zusammen nach Südfrankreich. Das heißt, meine Frau fuhr hinter ihm her. Sie wurde dann krank, musste ins Krankenhaus und dort ist sie gestorben. Das ist mehr oder minder alles. Was war das für eine Krankheit? Fehlgeburt. Abtreibung? Korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, Sir, aber wurde Ihr Sohn nicht auf der Fahrt ins Krankenhaus durch einen Autounfall getötet? Das stimmt, aber das hat nichts mit Campbell zu tun. Mein Sohn saß bei mir im Wagen. Einer Ihrer Freunde hat mir zu verstehen gegeben, es soll zu einer Szene gekommen sein, als Sie im Hospital mit Mr. Campbell zusammentrafen. Ich drohte ihm, ihn umzubringen. Wenn man mir keine Beruhigungsspritze verpasst hätte, wären Sie jetzt nicht hier, Inspektor. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich ihn umgebracht hätte. Danke, Mr. Ryder, dass Sie so offen sind. Würden Sie jetzt vielleicht genauso offen sein, was den gestrigen Abend betrifft? Den gestrigen Abend? Ja, Sir, ich glaube, Sie und Miss Mitchell sind zum Abendessen ausgegangen. Ach so, ja, wir waren im Kensington Park Hotel.
Miss Mitchell sagte mir, Sie sind um 7 Uhr dort eingetroffen und gingen etwa gegen 10:45. Es war doch 10:45, oder? Ja, kann sein. So genau weiß ich das nicht. Vorher waren wir noch an der Bar mit Ernest Foster, einem Freund und Kollegen von mir. Ja, ich weiß. Ich habe schon mit Mr. Foster gesprochen. Tatsächlich? Ja, ich hörte, es ging Ihnen nicht besonders gut und Sie mussten deshalb verschiedene Male den Tisch verlassen. Ach ja, dieser verdammte Virus, ich werde ihn einfach nicht los. Ihre Geschichte ist etwas zu gut vorbereitet für meinen Geschmack, mitsamt dem plötzlichen Unwohlsein. Es handelte sich nicht um ein plötzliches Unwohlsein. Mir geht es schon seit Tagen nicht gut. Das ist wahr, Inspektor. Fragen Sie die Haushälterin, Mrs. Bedford. Sie fühlten sich also nicht wohl und gingen deshalb zur Garderobe. Toilette. Im Laufe des Abends sind Sie mindestens dreimal dorthin gegangen, wenn meine Informationen stimmen. Sie werden schon stimmen. Aber nicht immer zur selben Toilette. Wieso denn das? Toiletten sind manchmal besetzt. Tja, das macht es für uns natürlich viel schwieriger, Ihr Alibi zu überprüfen. Ihr Pech. Nicht aus Ihrer Perspektive. Tatsache ist doch, dass Sie Miss Mitchell mindestens einmal für 15 Minuten allein gelassen haben. Ja. Ach, Sie geben also zu, dass es eine Viertelstunde war? Natürlich, es kann auch eine halbe Stunde gewesen sein. Gehen Sie öfter ins Kensington Park Hotel? Nein, nicht sehr oft. Und warum haben Sie sich dann ausgerechnet gestern Abend für das Restaurant entschieden? Naja, ich hatte sehr viel Gutes über die Küche gehört, deshalb dachte ich, versuchen wir es doch mal. Und Sie hatten wirklich keine anderen Motive? Was meinen Sie, Inspektor? Mr. Campbells Wohnung liegt ganz in der Nähe des Kensington Park Hotel. Heute Morgen habe ich mir die Mühe gemacht und bin von der Wohnung zum Haupteingang des Hotels gegangen. Ich bin ganz langsam gegangen, Mr. Ryder, und ich habe genau 4 Minuten gebraucht. Was wollen Sie damit andeuten, Inspektor? Ich will damit andeuten, dass Sie Ihre Verabredung eingehalten haben. Was für eine Verabredung? Ihre Verabredung mit Mr. Campbell. Meine Verabredung mit Campbell? Ja, Sir. Mr. Ryder, warum glauben Sie, bin ich heute Morgen wohl hier? Das haben Sie schon gesagt, weil Sie gehört haben, dass meine Frau eine Freundin von Campbell war. Es ist aber nicht der einzige Grund. Welcher denn noch, Inspektor? Mr. Ryder und Mr. Campbell waren gestern Abend für 21 Uhr verabredet. Das ist nicht wahr. Wie kommen Sie darauf, Inspektor? Könnten Sie uns bitte erklären, was gestern Abend genau geschehen ist? Mr. Campbell ist gestern Nachmittag aus den USA zurückgekommen. Seine Freundin Claire Norman sah ihn erst gegen 19 Uhr. Für den späteren Abend hatten sie sich gemeinsam mit dem Bruder und seiner Frau zum Abendessen verabredet. Claire Norman kam so gegen 11:30 in das Restaurant. Von Larry Campbell keine Spur. Roy Campbell hatte vergeblich versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Trotzdem fuhr Miss Norman gleich in die Wohnung, weil sie glaubte, er hätte die Verabredung vielleicht verschlafen. Sie fand die Wohnungstür unverschlossen und entdeckte im hell erleuchteten Zimmer die Leiche von Larry Campbell auf dem Teppich. Das heißt, das, was der Mörder von ihm übrig gelassen hatte. Seine Kleidung war zerrissen und blutüberströmt. Der Kopf, naja, die Details kann ich Ihnen wohl ersparen. Miss Norman entdeckte auf dem Block neben dem Telefon diese Notiz. 21 Uhr, Ryder. Hat Campbell das geschrieben? Es ist einwandfrei seine Handschrift. Ist unmöglich, weil ich nicht mit Campbell verabredet war. Darf ich mal sehen? Tatsächlich. Das ist Larry Campbells Schrift. Ja, das haben unsere Experten auch festgestellt, nachdem sie die Notiz mit Briefen und dem Tagebuch von Larry Campbell verglichen hatten. Die Notiz ist offensichtlich nach einem Anruf geschrieben worden. Meinetwegen, aber ich habe ihn nicht angerufen. Ich war nicht mit Campbell verabredet. Weder mit ihm noch mit sonst jemandem gestern Abend, außer mit Miss Mitchell. Wir waren schon seit dem späten Nachmittag zusammen. Sie hat mich hier abgeholt und... Ja, Mr. Foster war auch dabei. Verstehe. Sie verstehen gar nichts, Inspektor. Wann ist denn der Mord begangen worden, Inspektor? Weiß man das schon? Ja, so zwischen kurz nach 11:30. Also während ich im Kensington war, beziehungsweise auf dem Heimweg. Ja, Sir. Vorausgesetzt, Sie akzeptieren die Tatsache, dass ich im Kensington war. Ich akzeptiere die Tatsache, dass Sie um 7 Uhr dort eintrafen und um 10:45 wieder gingen, aber
Ich bin nicht davon überzeugt, dass Sie den ganzen Abend dort geblieben sind. Was ist gestern Abend geschehen? Du musst es mir sagen. Ich bin in Campbells Wohnung gewesen. Ich wollte ihn umbringen, aber im allerletzten Augenblick konnte ich es einfach nicht tun. Das kann ich nicht glauben. Es ist wahr. Ich wusste genau, was ich tat, ganz genau. Damit wollte ich es tun. Du hast also mit dem Revolver in der Hand vor der Tür gestanden und kaltblütig gewartet, bis er rauskam? Nein, nein, ich... Den Schlüssel, den hat mir George Rudd angefertigt. Um Gottes Willen. David, Rudd hatte ich doch jetzt in der Hand. Keine Angst, daran habe ich natürlich gedacht. Rudd ist bereits auf dem Weg nach Kanada. Seine Maschine müsste jetzt am Start sein. Wenn du einen Schlüssel hattest, warum hast du dich dann noch mit Lady Campbell verabredet? Eben das habe ich nicht. Ich habe mich nicht mit ihm verabredet. Ist das die Wahrheit, David? Ehrenwort. Aber die Notiz auf dem Telefonblock. Dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Jemand muss ihn angerufen und sich für mich ausgegeben haben. Aber warum, David? Das kann ja nur der Mörder gewesen sein. Entschuldigen Sie, Sir, aber dieser junge Mann von gestern möchte Sie sprechen. Was für ein junger Mann? Guten Morgen, Mr. Ryder. In Ordnung, Mrs. Bedford. Wir sehen uns später, David. 5.000 Pfund? Ja. Ist dir kein Geld heutzutage. Wohl aber, wenn man es nicht hat. Dachte, Sie wollten auswandern. Wer sagt denn, dass ich das nicht will? Aber ohne Startkapital ist das so eine Sache. Ich will nicht, dass Sie einen falschen Eindruck bekommen, Mr. Ryder. Das ist keine Erpressung. Bin erleichtert, das zu hören. Andererseits, wenn ich der Polizei erzähle, dass Sie gestern Abend in der Wohnung waren... Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Ich habe Sie aber gesehen. Wissen Sie, die Sache mit den Fotos, die Sie mir seinerzeit aufgetischt haben, da habe ich Ihnen sowieso nie abgenommen. Ist ja allgemein bekannt, wie übel Ihnen dieser Mr. Campbell mitgespielt hat. Als ich dann noch Mr. Keller reinspazieren sah... Was? Na klar. Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätten Sie das Ding nicht gemeinsam gedreht. Hat ja auch keiner was dagegen. Dass Sie und der gute alte Mike bloß mal eine längst fällige Rechnung beglichen haben, wie man so Mike sagt. Mike Keller, sagen Sie? Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben Campbell alle gemacht wegen Ihrer Frau. Tja, und dann hat sich Mike noch in der Wohnung umgeguckt wegen der Piepen. Ist ja auch ganz in Ordnung. Bloß müsste... Wo waren Sie, Rudd? Im Wagen. Wann wollen Sie Mike Keller gesehen haben? Gleich nach Ihnen. Sagen wir, kurz vor 9, aber das wissen Sie doch selbst am besten. Sie kamen raus, er ging rein. In die Wohnung? Na klar, wohin denn sonst? Nehmen wir mal an, ich müsste Ihnen sagen, dass ich die 5.000 in Bar nicht habe. Dann würde ich Ihnen raten, sie zu besorgen. Gut, aber angenommen, ich kriege sie nicht. Andernfalls müsste ich die Polizei anrufen. Anonym. Ach, und... Das bezeichnen Sie nicht als Erpressung? Nein, das bezeichne ich nicht so. Sie schulden mir 5.000 Pfund, so sehe ich das. Pech für Sie, ich sehe das nämlich anders, aber wir wollen fair bleiben. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Wen rufen Sie an? Ich möchte eine unabhängige Meinung hören. Einverstanden? Ich lege Sie nicht rein. Scotland Yard, verbinden Sie mich bitte mit Inspektor Cleaver. David Ryder. Wollen Sie selber mit ihm sprechen? Was glauben Sie eigentlich, mit wem Sie es zu tun haben, Mr. Ryder? Mit einem Mann, der leicht den Boden unter den Füßen verliert. Sie können mich mal. Also es bleibt dabei. 5.000 Pfund. An Ihrer Stelle würde ich lieber durch den Garten verschwinden. Sir, dieser... Mr. Ryder, ich muss Sie leider noch mal stören. Geht auch ganz schnell. Natürlich. Danke. Mr. Ryder... Haben Sie diese Figur schon mal gesehen? Nein. Wirklich nicht? Natürlich nicht. Was ist das? Das ist eine Bronzefigur. Tja, das sehe ich. Das ist die Waffe, mit der Larry Campbell erschlagen wurde. Sie fehlte in seiner Wohnung. Wir haben sie seit Mitternacht gesucht. Schön, dass Sie sie wiedergefunden haben. Ja, das finde ich auch. Sie lag im Kofferraum Ihres Wagens.
Mr. Campbell. Ich wollte zu Miss Norman. Inspektor Cleaver. Inspektor Cleaver möchte dich sprechen, Gray. Hallo, Miss Norman. Bleiben Sie, Sir. Es wäre nett, wenn Sie ein paar Minuten für mich erübrigen würden. Ja, ich bin leider sehr in Eile. Und Miss Norman auch. Das heißt, ich meine, es wäre gut, wenn sie sich hinlegen könnte. Sie muss sich ein bisschen ausruhen. Ich verstehe, aber es geht auch ganz schnell. Bitte setzen Sie sich da. Danke. Mr. Campbell, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, sagten Sie mir, Sie hätten ein sehr gutes Verhältnis zu Ihrem Bruder gehabt. Ja. Sie sagten mir auch, dass er Ihnen, als Sie ihn das letzte Mal sahen, einen Vertrag vorgelegt hat, den Sie unterzeichnen sollten. Das ist richtig. Was war das für ein Vertrag? Das war eine Art Abtretungserklärung. Ah, mit der Sie nicht einverstanden waren? Mehr oder weniger. Was soll das heißen? Das heißt, er war einverstanden, seine Frau aber nicht. Stimmt doch, Roy, oder? Ja, das stimmt. Ja, also, Ihr Anwalt hat mir eine Kopie dieser Vereinbarung vorgelegt. Ich glaube, ich an Ihrer Stelle hätte nicht unterschrieben. Worauf wollen Sie hinaus? Sie wollen wohl behaupten, dass Roy und Larry Streit hatten. Und hatten Sie Streit mit Ihrem Bruder? Nein, ich hatte keinen Streit. Ich war zwar nicht gerade begeistert. Ich wollte das aber eigentlich erst nur mit meiner Frau besprechen. Ich hätte den Vertrag dann schon unterschrieben. Und was hat Ihre Frau dazu gesagt? Sie kam mir gar nicht mehr dazu, viel zu sagen. Sie meinte nur, deinen Freunden kannst du trauen, deinen Verwandten nur selten. War das alles, was Sie von mir wollen? Ja, teils, teils. Ich wollte Sie auch nach einem Mann namens Mike Keller fragen. Ich nehme an, Sie haben schon von Mike Keller gehört. Ja, natürlich. Ist ein Freund von Ihnen? Wir haben uns eine Ewigkeit schon nicht mehr gesehen. Wir haben alle mal in der gleichen Werbeagentur gearbeitet. Mike, Larry und ich. Mike machte sich dann selbstständig. Ging pleite, der arme Teufel. Ach, und ich dachte, Ihr Bruder hätte die Firma auf Sand gesetzt. Larry war der Geschäftsführer der Firma. Das stimmt. Hatte Ihr Bruder nach dem Konkurs noch Verbindung zu Mike Keller? Nein, das glaube ich nicht. Das heißt, Mr. Keller, Mike, hat eines Tages mal angerufen, als ich gerade bei Larry war. Er wollte sich Geld besorgen. Er hat versucht, Larry ein paar Kisten Wein anzudrehen. Und? Larry war ziemlich unfreundlich zu ihm. Danke, Mr. Campbell. War das jetzt alles? Ja, für einen Moment, ja, danke. Ich bin zu Hause, wenn es mich braucht. Wiedersehen, Mr. Campbell. Auf Wiedersehen. Warum interessieren Sie sich ausgerechnet für Mike Keller? Er hatte eine gut aussehende Frau. Larry Campbell hat sie verführt. Mike Keller hat davon erfahren und wollte ihn deswegen umbringen. Wer hat Ihnen den Unsinn erzählt? Miss Norman, Sie sind vermutlich zum ersten Mal in Ihrem Leben in einen Mordfall verwickelt. Ja, das möchte ich auch nicht zur Gewohnheit werden lassen. Also, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, bisher in mehreren Mordfällen zu ermitteln. Und dabei bin ich immer wieder auf dasselbe Phänomen gestoßen. Irgendjemand, nicht unbedingt der Mörder, weigert sich einfach, die Wahrheit zu sagen. Wollen Sie mir damit unterstellen, dass ich Ihnen nicht die Wahrheit gesagt habe? Ich will damit nur sagen, dass Sie mir in der ersten Aufregung einige Dinge anders erzählt haben, als sie in Wirklichkeit gewesen sind. Das ist eine Unterstellung. Ich habe Ihnen alles genau erzählt, was geschehen ist. Ich wette, Sie haben Mr. Campbell gestern Abend ganz schön die Hölle heiß gemacht. Ich wette, Sie haben von seinem neuesten Flirt der Amerikanerin Beth Sherman gelesen und ihm ganz schön den Marsch geblasen. Na, habe ich recht? Ja. Na, also. Trotzdem haben Sie sich für den späteren Abend mit dem Bruder und seiner Frau zum Abendessen verabredet. Hat Mr. Campbell, ich meine Larry Campbell, Ihnen gegenüber jemals David Ryder erwähnt? Er hat mir von seinem Verhältnis zu Mrs. Ryder erzählt, wenn Sie das meinen. Sie wissen, dass Ryder einmal damit gedroht hat, ihn deswegen umzubringen. Hat sonst noch jemand Mr. Campbell bedroht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Außer Mr. Keller natürlich. Ich kenne Mr. Keller nicht. Aber wie lange haben Sie und Mr. Campbell zusammengelebt? Etwas mehr als ein Jahr. Kennengelernt haben wir uns allerdings schon vor längerer Zeit. Bei einer Show im Drury Lane. Ah, verstehe. Danke, Miss Norman. Roy, bist du's? Ich bin von der National Assurance Company, ma'am. Ich komme wegen einer Versicherungspolice von Mr. Campbell. Larry Campbell.
Darf ich reinkommen? Also, wie ist Ihr Name? Pardon? Ich habe Sie nach Ihrem Namen gefragt. Ach, Verzeihung, Rudd. George Rudd. Ich habe Sie schon irgendwo gesehen, stimmt's? Schon möglich. In der Klotze. Natürlich. Billy West Show. Klasse. Sie waren ganz große Klasse. Sie kommen von der National Assurance Company? Ja, richtig. Welche Filiale? City, Throckmorton Street. Und was wünschen Sie? Sie kommen doch von keiner Versicherung. Da haben Sie verdammt recht. Also, wer sind Sie? Wer hat Sie geschickt? Ein Einzelkämpfer. Hübsch. Sehr hübsch. Erinnert mich an das Kleid, das Sie gestern Abend getragen haben. Woher wollen Sie wissen, welches Kleid ich gestern Abend getragen habe? Ganz einfach. Ich habe Sie gesehen. Wann? Mehrfach. Sie wissen doch, ich bin ein Fan von Ihnen. Was wollen Sie? Ich habe Sie kommen sehen und ich habe Sie weggehen sehen. Sie haben also gestern Abend das Haus beobachtet? Genau, Miss Norman. Warum? Ach, wissen Sie, ich hatte so das Gefühl, irgendetwas wird passieren. Tja, und so Unrecht habe ich ja auch nicht gehabt, oder? Ich habe genug gesehen, um ganz sicher zu sein, dass Ryder mit dem Mord nichts zu tun hat. Ist David Ryder ein Freund von Ihnen? Freund würde ich ihn nicht gerade nennen. Aber wir haben uns schon mal gegenseitig einen Gefallen getan. Er hat doch ein sehr schönes Auto. Finden Sie nicht? Woher soll ich das wissen? Wie dumm von ihm, dass er nie abschließt. Nicht mal den Kofferraum. Sie sind mir also gestern Abend nachgeschlichen. Allerdings, Miss Norman. Was haben Sie noch gesehen? Oh, ich habe eine Menge gesehen. Aber Miss Norman, Sie sehen ja auf einmal ganz erledigt aus. Dabei haben Sie gar keine Veranlassung dazu. Nein, wirklich nicht. Nur keine Bange. Wissen Sie, ich habe nämlich vor, auszuwandern nach Kanada. Na, sind Sie schon mal dort gewesen? Nein. Scheint genau der richtige Platz für mich zu sein. Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ein Leben in freier Natur. Tja, da käme ich auch nicht in die Versuchung, so viel zu reden wie hier. In Kanada, da kenne ich ja niemanden. Ne? Und der Haken, Mr. Rudd? Ich brauche 5.000 Pfund. 5.000? Wo soll ich denn 5.000 Pfund herbekommen, verdammt nochmal? Sie sind beim Fernsehen. Sie haben eine Bombenrolle, Sie haben Beziehungen. Na, wenn Sie es nicht fertig bringen, 5.000 Pfund aufzutreiben, dann gnade uns Gott. Ich werde darüber nachdenken. Denken Sie nach. Denken ist immer gut. Ich gebe Ihnen 48 Stunden. Dann komme ich wieder. Bis übermorgen. Bis Norman. Hallo, alter Junge. Hallo, Ernest. Wie ich höre, brauchst du einen guten Anwalt. Das ist ein richtiger Belagerungszustand draußen. Ich habe draußen jede Menge alter Bekannter entdeckt. Das heißt, ich werde überwacht. Man könnte auch sagen, beschützt. Hast du was von Joe gehört? Merkwürdigerweise nicht. Gwen hat es einige Male versucht, sie zu erreichen, aber sie scheint verreist zu sein. Vielleicht zu ihrem Bruder in Schottland. Danke. Nein, das glaube ich nicht. Sie hätte Bescheid gesagt. Bei ihrer Zeitung werden sie auch langsam unruhig. Ja, das ist merkwürdig. Du, David, als ich vorhin in mein Büro kam, habe ich eine Nachricht von Inspektor Cleaver vorgefunden. Er bat mich, ihn anzurufen. Ich habe das sofort gemacht. Und er hat mich ausgerechnet nach George Rudd gefragt. Er hat mich gefragt, ob ich ihn kenne. Und als ich das bejahte, hat er mich gefragt, wie gut ich ihn kenne. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn mal verteidigt hätte, genau wie du. Und dass er im Augenblick versucht, von allen möglichen Leuten Geld zu leihen. Ja, vermutlich weiß er, dass Rudd auch mal für Campbell und Mike Keller gearbeitet hat. Hast du Inspektor Cleaver erklärt, wie anhänglich dieser Rudd auf einmal ist? Nein. Das solltest du aber tun. Schon um deiner Glaubwürdigkeit willen. Sie haben Rudd mit Sicherheit bei dir ein- und ausgehen sehen. Vielleicht solltest du einen kollegialen Rat annehmen. Ich habe Campbell nicht getötet. Wenn du das meinst. Es ist ja ganz egal, wen getötet hat. Verdient hat der Kerl es sowieso. Aber ich bin doch froh, dass du es nicht gewesen bist. Eine andere Frage, Ernest. Hat Joe dir irgendwas von irgendwelchen Briefen erzählt, die sie von Campbell zurückhaben wollte? Es handelt sich um mehr oder weniger berufliche Informationen. Vergiss es. Lassen Sie nur, es geht auch ganz schnell. Och. Mr. Ryder, es dauert nur einen Moment. Schon gut, Mrs. Bedford. Macht nichts, ich wollte sowieso gehen. David, Inspektor. Forster. Was kann ich für Sie tun? Mr. Ryder, ist es richtig, dass Sie einen Freund namens Rudd haben? Ich kenne einen Mr. Rudd, er war ein Mandant von mir, aber ich muss doch sehr zögern, ihn einen Freund zu nennen.
Aber es ist richtig, dass Sie ihn wegen einer Einbruchsache verteidigt haben. Er wurde freigesprochen. Erzählen Sie mir bitte mehr. Alles, was diesen Mr. Rudd betrifft, interessiert mich. Wir würden uns ja gerne selber mit ihm unterhalten, aber unglücklicherweise gelingt es uns nicht, ihn ausfindig zu machen. Vielleicht sind Sie nicht hartnäckig genug. Tja, das ist nie auszuschließen. Es wäre möglich, dass dieser Mr. Rudd ausgewandert ist nach Australien oder Kanada. Wie kommen Sie darauf? Nun ja, er kam zu mir vor etwa einer Woche und fragte mich, ob ich ihm Geld leihen könnte. Und, haben Sie es getan? Natürlich nicht. Finden Sie es nicht etwas merkwürdig, dass er sich ausgerechnet seinen Anwalt aussucht, um sich Geld zu leihen? Er glaubt wahrscheinlich, dass ich klotzig verdiene. Die meisten meiner Bekannten vom Finanzamt gar nicht zu sprechen, da liegen diesem Wahn, also warum nicht auf Mr. Rudd? Und Sie sind sicher, dass das der einzige Grund seines Besuchs war? Nur um sich Geld zu leihen? Ganz sicher. Er ließ keinen Zweifel daran. Und er hat nicht vielleicht versucht, seiner Bitte etwas Nachdruck zu verleihen? Das heißt, Sie zu erpressen? Nein. Wieso? Womit denn? Anderenfalls hätte ich mich umgehend mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Tatsächlich? Allerdings. Vielleicht verraten Sie mir mal, warum Sie so ein Interesse an Rudd haben. Darf ich mich setzen? Bitte. Als ich heute Morgen in mein Büro kam, wartete bereits Claire Norman auf mich. Ich nehme an, Sie haben schon von Miss Norman gehört. Ja. Sie erzählte mir, kürzlich habe sie ein Fremder besucht, ein Mann namens Rudd. Er behauptete, er habe die Wohnung observiert, und zwar in der Nacht, als Larry Campbell ermordet wurde, und er wisse, wer der Mörder sei. Diese nicht ganz unwichtige Information bot er Miss Norman für 5.000 Pfund an. Hat sie reagiert? Sie hat gesagt, sie wolle es sich überlegen. Warum wendet sich Rudd ausgerechnet an Miss Norman? Wäre es nicht logischer, den Mörder zu erpressen? Genau das habe ich mich auch gefragt. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen kann. Ach, keine Ursache, Mr. Ryder. Ich habe Sie noch aus einem anderen Grund aufgesucht. Wann haben Sie Miss Mitchell zuletzt gesehen? Vor 2 Tagen. Ich habe schon mehrmals versucht, sie zu erreichen. Meine Haushälterin ist heute sogar bei ihr vorbeigegangen, weil... Wieso? Ist Miss Mitchell etwas zugestoßen? Sie ist tot. Ihre Leiche wurde heute früh in Wimbledon gefunden. Sie wurde ermordet. Genauer gesagt erwürgt, mit einer dünnen Metallkette offenbar. Wer hat sie identifiziert? Der Mann, der sie gefunden hat. Er ist Journalist bei einer Lokalzeitung, ein früherer Kollege. Er hat sie gleich erkannt. Mr. Ryder, was hat Miss Mitchell in Wimbledon gemacht? Keine Ahnung. War sie hinter irgendeiner Spur her, die mit dem Fall Larry Campbell zu tun hat und von der Sie beide mir nichts erzählt haben? Da ist etwas, worüber sich Joe große Sorgen machte. Campbell besaß diverse Briefe, die ihr viel bedeuteten. Sie hatte sie einer Freundin geschrieben, einem Mädchen, dem sie mal sehr geholfen hatte und von dem sie bitter enttäuscht war. Also, ich weiß weder, wie Campbell in den Besitz dieser Briefe gekommen ist, noch was in den Briefen stand. Ich weiß nur eins, dass es Miss Mitchell äußerst peinlich war. Und da wollte sie nicht, dass irgendjemand von dieser Sache erfuhr auch. Verstehe. Mr. Ryder, ich danke Ihnen. Sie haben mir sehr geholfen. Wann ist das mit Miss Mitchell passiert? Vor 2 Tagen. Naja, wir dürfen das nicht tun. Das ist nicht korrekt. Ich bin mein ganzes Leben immer korrekt gewesen. Glaubst du, für mich ist das einfach? Ja, ja, ich weiß. Aber das ist Urkundenfälschung. Urkundenfälschung. Roy, ich muss dir etwas sagen. Es fällt mir nicht leicht, jetzt wo Larry so schrecklich umgekommen ist, aber... Darf ich das bitte wegtun? Ich denke sonst die ganze Zeit, Larry sitzt immer noch in diesem Sessel. Roy! Bitte, Claire, sag jetzt nichts Schlechtes. Ich habe so viele Geschichten über meinen Bruder gehört. Aber ich glaube, ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, was für ein Mensch er eigentlich war. Er wollte dich übers Ohr hauen, Roy. Das ist nicht wahr. Schau her, das habe ich gefunden. Was denn, hier geht's ja um eine 500.000 Dollar. Um deine 500.000. Ja, war Larry denn so reich? Reich? Er wäre reich geworden auf deine Kosten, Roy. Wäre er jetzt ein reicher Mann.
Er brauchte nur diesen Begleitbrief mit dem von dir unterzeichneten Vertrag an seine Bank in Washington zu schicken, mit der Anweisung, die $500,000 auf sein Nummernkonto in der Schweiz weiterzuleiten. Glaube ich nicht. Wann soll er diesen Brief denn geschrieben haben? Ach, was weiß ich. Vermutlich kurz bevor er dir den Vertrag zur Unterschrift vorlegte. Er wollte ihn wohl am selben Abend zur Post geben. So ein Betrug. So eine Gemeinheit. Roy, um Gottes Willen, Roy, es ist noch nicht zu spät. Noch ist nichts verloren. Du bist Larrys einziger Erbe. Ja, und du? Ach, ich. Denk jetzt an Dillis und die Kinder, bevor dir das Geld durch die Lappen geht. Was soll ich denn machen? So eine Schweinerei, mein eigener Bruder. Komm, setz dich. Roy, jetzt hör mir mal gut zu. Wir haben schon viel zu viel kostbare Zeit verschwendet. Jammern können wir noch lange genug. Wenn aber Foster oder dieser Inspektor Cleaver sich mit Sherman in Verbindung gesetzt haben, ist dein Geschäft im Eimer. Du musst den Vertrag unterschreiben und ich gebe ihn dann sofort zur Post per Eilboten. Roy, du musst jetzt tun, was Larry tun wollte. Du bist sein Erbe. Es kann dir doch gar nichts passieren. In 2-3 Wochen holst du deinen Erbschein. Du fährst in die Schweiz. Du holst dein Geld ab. So einfach ist das. Ryder war es nicht, sag ich dir. Der ist genauso ein Schwächling wie ich. Eben ein anständiger Mensch. Du gehst jetzt nach Hause, nimmst dein Bad und isst mit Dillis zu Abend. Du sagst dir aber nichts, nicht bevor du den Erbschein hast. Ja, Claire, natürlich, das mache ich. Hat Larry eigentlich gewusst, was für eine großartige Frau du bist? Ach, wohl. Oh, Inspektor Cleaver, Sie wollen doch nicht etwa zu mir? Doch, allerdings. Guten Abend, Mr. Campbell. Guten Abend. Ich wollte gerade gehen. Schönen Abend noch und grüßen Sie mir Ihre Frau. Danke. Es tut mir leid, wenn ich störe, aber ich habe versucht anzurufen, aber es war dauernd belegt. Da. Ach du meine Güte, ja, es rufen fürchterlich viele Leute an. Was wünschen Sie, Inspektor? Ja, beantworten Sie mir bitte nur eine Frage, die ich Ihnen natürlich auch am Telefon hätte stellen können. Nochmals, es tut mir wirklich leid. Kennen Sie Miss Mitchell? Flüchtig. Wer kennt sie? Das heißt, wer liest sie nicht? Sie ist tot. Sie wurde umgebracht. Ihre Leiche wurde in Barnes gefunden. Mein Gott, wie entsetzlich. Ja, das ist es. Das besonders furchtbar war heute Morgen. Also, Miss Mitchell muss hier einige Briefe vergessen haben. Hier bei Larry, verstehen Sie? Deshalb habe ich heute Morgen zweimal versucht, sie anzurufen. In der Zeitung, denn ihre Privatnummer habe ich nicht. Aha. Ja, Sie müssen entschuldigen, aber ich bin gerade dabei, Larrys Haushalt aufzulösen. Und ich kann die Miete nicht mehr zahlen. Ja, man hat mir gesagt, dass Sie angerufen haben. Dann haben Sie das mit den Briefen ja schon gewusst. Ja, ja, ich weiß es. Aber ich wollte, dass Sie mir davon erzählen. Nun habe ich es Ihnen ja erzählt. Ja. Kann ich die Briefe mal sehen? Ja, natürlich. Sie sagen, man hat Miss Mitchell in Wimbledon gefunden? Ja, in Barnes. Ach. Nein, Sie haben recht, Miss Norman, es war Wimbledon. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Barnes komme. Wie wurde sie ermordet? Sie wurde erdrosselt. Draußen? Nein, nein, das glaube ich nicht. Vermutlich hat man sie erst nach dem Mord dorthin gebracht. Kann ich die Briefe mitnehmen? Aber ja, natürlich. Diese Miss Susan Beckworth scheint ja wirklich eine gute Freundin von Miss Mitchell gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Tja, nun will ich Sie nicht länger stören, wenn Sie in Ruhe telefonieren können. Ja, ich finde schon allein raus, danke. Haben Sie über meinen Vorschlag nochmal nachgedacht? Ja, Mr. Rudd, das habe ich. So merkwürdig das auch ist, je länger ich darüber nachdenke, desto weniger gefällt er mir. So? Warum? Sie haben vergessen, die Alternative zu nennen. Es gibt keine. Es gibt immer eine Alternative. Nehmen wir an, ich könnte die 5.000 Pfund nicht auftreiben. Es waren doch 5.000, oder? Korrekt. Was dann? Sie haben wohl vergessen, dass ich am Montagabend diese Wohnung ganz genau beobachtet habe. Sie haben wohl auch vergessen, dass ich Sie gesehen habe. Wie Sie hereingingen, wie Sie herausgingen. Und wie Sie das Paket in Mr. Ryders Wagen praktiziert haben. Was für ein Paket? Schluss jetzt! Kommen Sie mir nicht so! Es tut
Tut mir leid, Mr. Rudd, aber ich glaube Ihnen kein Wort. Ha, wirklich? Wenn Sie diese Wohnung am Montagabend tatsächlich beobachtet hätten, dann hätten Sie auch sehen müssen... Tja, weiter. Wen haben Sie gesehen? Ryder, Roy Campbell, Sie. Tja, und dann noch diesen Typen, Ihren Freund. Wer soll das denn schon wieder sein? Ja, Sie wissen schon, der Herr mit dem dicken Schal und die Mütze so. Jetzt reißt sie aber, spielen Sie ja nicht die Unschuld vom Lande. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier vorgeht? Ich weiß ganz genau, dass Sie versuchen, Ryder festzunageln. Ich weiß ganz genau, dass Sie versuchen, das arme Schwein hinter Gitter zu bringen. Von mir aus, was geht es mich an? Lässt mich absolut kalt. Aber wenn ich meine 5000 Pfund nicht kriege, dann ist es nicht Ryder, der ins Gefängnis wandert. Nicht der arme dumme Ryder, nein. Sondern dann ist es Ihr großer Unbekannter, wie Sie ihn nennen, Schätzchen. Der, mit dem Sie das Ding jetzt drehen, verstehen Sie mich? Ich kann keine 5000 Pfund auftreiben. Das ist zu viel. Das ist unmöglich. Ich gebe Ihnen 4 Tage und keine Minute länger. So. Woher weiß ich denn, dass Sie nicht doch zur Polizei gehen, wenn Sie das Geld haben? Wissen können Sie das auch gar nicht. Sie müssen mir einfach vertrauen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich auswandern will. Nach Kanada. Wann? Jetzt noch nicht. Nur keine Angst, Schätzchen. Jetzt noch nicht. Da war was drin. Ich fühle mich... Keine Angst, Schätzchen. Wie lange er bei uns wohnt, könnte ich gar nicht mal sagen. 1 oder 2 Jahre, keine Ahnung. Ist ein komischer Kotz, wissen Sie. Sowas von Mundfaul gibt's nicht nur einmal. Tagelang sitzt er oben in seinem Zimmer voller Klotze. Sagen tut er allerdings, dass er dichtet. Zurzeit ist es ganz schlimm. Schlimm? Wieso? Naja, seit ein paar Tagen ist er nicht mehr auf ein Bier runtergekommen. Und wie sieht's in seinem Zimmer aus? Ich meine, hat er Telefon? Na klar, was denken Sie denn? Telefon und Klotze. Ist ein Zimmer mit allem Komfort. Aber vielleicht kommt er nicht mehr, weil er seit neuestem eine Freundin hat. Ach. Und die besucht ihn? Und ob. Und ein Getobe ist dann da oben. Aber manchmal streiten sie sich auch. Und wie ist es jetzt? Ich meine, ist sie jetzt auch oben? Jetzt? Nee, jetzt nicht. Der Vogel ist ausgeflogen. Seit einer halben Stunde. Das sagen Sie mir erst jetzt? Sie haben mich auch nicht gefragt, Inspektor. Ja. Rainer. Sie? Ich dachte, der Doktor kommt. Der Doktor? Was machen Sie hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machen Sie denn hier? Möchte ich mal wissen. Warum klingeln Sie denn wie ein Irrer? Muss ich doch einen Schlüssel haben. Wo ist Miss Norman? Sie ist fortgegangen. Wohin? Verdammt nochmal, woher soll denn ich das wissen? Sie hat ihren Koffer mitgenommen. Woher wollte sie noch einen Doktor anrufen? Mich hat sie angerufen. Davon weiß ich nichts. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich fühle mich... Du bist beschissen. Die Hexe haben hier ausgetrickst, und ich Idiot wurde auf reingefallen. Oh, mein Kopf. Ich bin schon hagelvoll. Wie lange sind Sie schon hier? Weiß nicht. Als wir uns das letzte Mal sahen, haben Sie mir erzählt, Sie hätten in der Nacht, als Campbell ermordet wurde, diese Wohnung wieder observiert. Bitte, bloß ein Glas Wasser, bitte. Wenn das wahr ist, dann müssen Sie doch den Mörder gesehen haben. Ich hab überhaupt nichts gesehen. Mir ist, oh, wie schlecht. Rudd, Sie müssen ihn gesehen haben. Lassen Sie mich los. Rudd, Sie sollten Folgendes wissen. Miss Norman war bei der Polizei. Sie hat ausgesagt, dass sie versucht haben, sie zu erpressen. Warum hat sie das getan? Die hat doch was vor. Die Hexe hat doch was vor, sonst hätte sie doch sie auch nicht hierher kommen lassen. Ich habe den Eindruck, dass sie damit... Gar nicht so falsch liegen. Mr. Heider, die hat mich vergiftet. Mir ist schlecht. Ich sterbe. Ich muss kurz nicht.
Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ich wette, Sie sehen jetzt noch überraschter aus, als ich an dem Abend, an dem Sie mich umbringen wollten. Ist der Tote also Mike Keller? Sie haben mich zwar zu Tode erschreckt, aber auch zum Nachdenken gebracht, indem Sie mir unfreiwillig klar machten, dass mein Tod die einzige Lösung meiner Probleme ist. Und glauben Sie mir, ich hatte Probleme, Mr. Ryder. Gleich nachdem Sie weg waren, bekam ich nochmal Besuch. Mike Keller, wie Sie richtig vermutet haben. Vermutlich habe ich dem armen Hund einen großen Gefallen getan, dass seine Leiche nun für meine gehalten und morgen mit viel Tamtam beigesetzt wird. So eine Beerdigung hätte er sich nie leisten können. Keine Bewegung, Mr. Ryder. Alles wäre gut gegangen, wenn nicht Rudd und diese blödsinnige Miss Mitchell die Sache versaut hätten. Sie haben Joe auf dem Gewissen. Was soll ich denn machen? Diese neugierige Klatschziege ist mir doch glatt in ein Schäferstündchen geplatzt. Und mit Miss Norman gemeinsame Sache gemacht. Und ob, Mr. Ryder, und ob. Warum bin ich herbestellt worden? Sie wissen nicht, weshalb? Ich dachte, Rechtsanwälte sind anderen Sterblichen immer einen Schritt voraus. Rudd hat mich erpresst. Ich habe ein Treffen arrangiert. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf wir uns gegenseitig umgebracht haben. Und in meiner Tasche findet man den nachgemachten Wohnungsschlüssel. Bis man sie findet, sind Mr. und Mrs. Roy Campbell schon auf dem Weg in die Vereinigten Staaten, um ihre halbe Million Dollar in Empfang zu nehmen. Oh, das tut mir leid, ich hab's eilig. Claire wird zu leicht ungeduldig. Sie hätte sowieso heute beinahe die Nerven verloren. Oh, das ist kein Wunder, dass sie die Nerven verloren hat. Wieso? Worauf wollen Sie hinaus, verdammt nochmal? Raus mit der Sprache, Ryder! Tun Sie das Ding weg, so kann ich nicht reden. Also, was ist mit Claire? Nicht Claire. Beth Sherman. Was ist mit der? Ach, lesen Sie keine Zeitung? Sie ist hier in London. Sie ist Ihnen gefolgt. Wie meine Frau. Du lügst. Das ist nur ein Trick. Gib zu, dass du lügst. Sie hat bestimmt schon erfahren, dass Sie tot sind. Sau! Sie schießen ja doch nicht. Da wäre ich nicht so sicher. Das war der rechte Augenblick, dass Sie das Türschloss aufgeschossen haben, Inspektor. Sie haben ja sowieso einiges zu erklären, oder finden Sie nicht auch, Mr. Ryder? Eine Zeit lang hatte ich nämlich ganz den Eindruck, als ob Sie allmählich selber daran glaubten, Larry Campbell ermordet zu haben. Wie sind Sie darauf gekommen? Durch die freundliche Unterstützung Ihres Zahnarztes. Wir haben nämlich in Ihrem Nachlass eine im Übrigen noch unbezahlte Rechnung gefunden. Für die Anfertigung einer Oberkieferprothese, die wir in der Leiche beim besten Willen nicht finden konnten. Nehmen Sie ihn fest. Er kommt wieder zu sich, Sir. Darf ich mal, Inspektor? So schnell kommen nicht mal Sie in die Zeitung, Mr. Campbell. Oder wollten Sie den Börsenbericht? Ihre Aktien sind gefallen. Da steht nichts von Beth Sherman. Was ist das? Ein heißer Tipp? Alle Achtung, Mr. Ryder. Das war ein guter Bluff. Ich habe Sie unterschätzt. Kommen Sie.